Sie springt uns an. An Hausfassaden, an Bushaltestellen, ungebremst in den Blick geballert, oft überlebensgroß. Werbung ist wirklich überall. Muss das eigentlich so sein? Meine Kollegin Vanessa Löwel hat sich zum Start des neuen Volksbegehrens Berlin werbefrei gefragt, was diese ganze Werbung eigentlich mit uns und mit unserer Stadt macht. Mitten auf der Shoppingmeile im Feierabendtrubel. Jemand tauscht Werbeplakate aus. Aber ist das wirklich ein Mitarbeiter einer Werbefirma? Was steht da? Ein Herz für Kinderarbeit? Hier ist ein Aktivist am Werk. Er hängt an die Stelle der Werbung eigene Plakate, die unsere Konsumwelt kritisieren. Keep shopping, everything is fine, ist die Parole, die herausgegeben wird. Und die Stadt wird auch noch zu einem Ort des Konsums umgedeutet, durch die ganzen Werbeplakate. Und das wollen wir als Gruppe nicht hinnehmen. Der Aktivist, den ich treffe, gehört zu einer Gruppe von Adbustern, von Werbejägern. Dies Irae, Tage des Zorns nennen sie sich. In ganz Deutschland sind sie unterwegs, überkleben und verändern Werbeplakate. Wir müssen dieses Werbegeballer, diesen Dauermonolog der Werbung ertragen. Und wir dürfen nichts kommentieren, wir dürfen keinen Stift nehmen, wir dürfen nichts dazu schreiben. Wir sollen passiv bleiben, das hinnehmen. Und deswegen ist sich wehren legitim. An wie vielen Werbeplakaten sind Sie heute auf Ihrem Weg durch Berlin schon vorbeigekommen? Auf meinem Computer oder im Fernsehen kann ich Werbung abschalten. In der Stadt bin ich ihr ausgeliefert. Das hat Folgen. Sascha Reitl, Professor für Marketing, erklärt, Marken und Produkte sollen Teil meiner Erinnerung werden. Das Hauptziel von solchen großen Werbeplakaten ist es, erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Und es geht jetzt nicht darum, direkt was zu verkaufen, sondern erstmal so eine Kampagne läuft dann mehrere Wochen, hängt so ein Plakat draußen. Die Leute kommen jeden Tag dran vorbei, sehen das, gerade Pendler, die dann sozusagen zweimal am Tag immer am gleichen Plakat dann unter Umständen vorbeikommen. Das prägt sich dann einfach im Kopf ein. Außenwerbung schleicht sich also in meine Gedanken. Bislang habe ich das hingenommen, Werbung als Teil der Stadt akzeptiert. Warum eigentlich? Fadi El-Ghazi findet, es reicht. Der Rechtsanwalt hat deshalb die Bürgerinitiative Berlin werbefrei gemeinsam mit anderen ins Leben gerufen. Sie haben ein Gesetz entworfen, das Werbung im öffentlichen Raum verbietet. Schilder an Läden oder Cafés sollen weiter erlaubt bleiben. Ich möchte selber entscheiden, wann und wo ich Werbung sehe. Daneben ist auch ein Aspekt natürlich, wer bestimmt über die Gestaltung des öffentlichen Raums. Und da denken wir, dass das nicht wenigen Firmen überlassen werden sollte. Weil oft ist es ja sogar Tabakwerbung, Alkoholwerbung, also jugendgefährdende Sachen. Wir haben in jedem Bereich Tabakwerbeverbot. Fernsehen, Radio, Zeitschriften, im jeglichen Bereich. Nur in der Außenwerbung, wo die Kinder, Jugendlichen damit konfrontiert sind, gibt es dieses Außenwerbeverbot leider nicht. Was wollen wir sehen in unserer Stadt? Marken oder Wahrzeichen? Berlin ohne Werbung. Schöne Vorstellung, aber ist sie überhaupt realistisch? Die Stadt verdient schließlich daran. Ungefähr 31 Millionen Euro im Jahr. Viel Geld und doch geschätzt nur 0,1% des Haushaltes. Je länger ich das Thema recherchiere, desto mehr frage ich mich, was wir wirklich davon haben. Beispiel Humboldt-Forum. Ich dachte immer, diese Werbeplakate helfen, die Schlossbaustelle zu finanzieren. Es ist komplizierter. Die Einnahmen bekommt der private Betreiber der Humboldt-Box. Dafür dürfen das Humboldt-Forum und der Förderverein Berliner Schloss 3 Etagen in der Box mietfrei nutzen. So eine öffentlich-private Zusammenarbeit gibt es häufiger bei der Außenwerbung. Also ich glaube, die finanziellen Aspekte von Werbung spielen gar keine so große Rolle. Ich glaube, in Berlin wäre auch der Einnahmeanteil im städtischen Haushalt marginal. Stadtforscher Toni Karge erzählt mir, dass es bereits Städte gibt, in denen Werbung verboten ist. Sao Paulo oder das französische Grenoble. Der Bürgermeister hat 2015 hier alle Plakate und Displays abbauen lassen. Statt Werbetafeln wurden Bäume gepflanzt. Wenn wir Leute fragen würden, womit sie sich identifizieren, sind das oft auch
Gebäude. Das sind natürlich auch viele Menschen, Freunde und so weiter, aber eben auch Gebäude. Und wenn diese natürlich mit Werbung überlagert werden oder durch Werbung dominiert werden, ist natürlich die Identifikation mit der eigenen Stadt, mit dem eigenen Kiez eine ganz andere. Für mich ist jetzt klar, ich will nicht, dass Berlin immer mehr zur Bühne für Konzerne und ihre Botschaften wird und meine Stadt damit ihr Gesicht verliert.